Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cult of the Lamb und dem Wollschaf des Grauens. Okay, da sind wir wieder. Und wir steigen auch gleich ein, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ein schwebendes Schaf. Wir sind bei Spielzeit 8 Stunden 41 Minuten, Tag 33, haben 7 Jünger, 8 Gebäude. Das heißt, wir können den Schwabler dann auch unterbringen, wenn der nicht schon dazugehört, das weiß ich gar nicht. Oder wir können, wenn es geht, den Matthias wieder zurückbeleben. Wir sollen aber vorher, ich war doch noch eine Mission, wir sollen Fastenzeit ausrufen. Und dazu muss ich definitiv erstmal ein Kreuz zu beginnen. Wir sind bei Tag 33 übrigens. Hey. Vier Leute sind gestorben. Schau mal rein! Zurück ins Spiel. Da ist er wieder. Der heilige Herrscher der Schar. Der Herde des Guldes. Okay, die sind alle wach. Ich meine, jetzt gucken wir noch mal einen an. Ich habe die, glaube ich, alle schon. Ja, brauche ich nicht mehr. Das heißt, ich brauche mich auch nicht großartig kümmern. Ist außer noch mal nach Kacke zu gucken hier. Ja, das können wir alles einsammeln, dass es nicht voll ist. Und das ist... Ja, macht mal schön weiter da. Den ernten wir auch ab. Das soll man nämlich machen, bevor man auf den Kreuzzug rennt. Damit die viel Zeit und Platz haben, okay. Da ist noch nichts drin wieder. Habe ich den Schwabler da unten schon umerziehen? Ah, geht nicht. Also, okay, wir können... Mein Glaube ist aber nicht so... Sein Glaube ist nicht so prickelnd, der andere von allen hat schon. Das heißt, wir halten uns nicht lange auf, wir gehen auf einen Kreuzzug. Ich müsste vielleicht auch öfters mal angeln gehen und so ein Spaß. Oh! Aha, wir können in eine neue Region gucken, oder was? Sehe ich das richtig? Ich kann die Tür öffnen. Sollen wir das schon versuchen? Ich bin mir nicht so sicher. Oder ob wir nochmal hier auf den etwas einfacheren Weg gehen. Ich bin ein bisschen hin und her. Vielleicht ist es besser, wir gehen nochmal ein... Ah, Leute, ihr wollt was Neues sehen, also komm, wir öffnen die Tür. Die Krone hat die Macht, dass die neue Tür sich öffnet und neues Grauen entfacht. Das macht ihr jetzt alle hier und habt da mitgeholt. Okay, na dann. Oh, der Hunger. Hunger ist aber, ich hätte vielleicht nochmal füttern sollen, ne? Das sind 10 Stages. Das ist natürlich ein bisschen mehr jetzt hier. Ja, das müssen wir eh mitnehmen, die Waffen. Wisst ihr ja? Und natürlich... Oh, was steht hier? Du betrittst die Länder des Bischofs Heket. Jene, die nicht den Wegen des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Ja, ja, Heket. Wir schon sehen, was davon hast. Los, alles her hier mit. Braucht da alles. Holz. Hier ist irgendwie alles ein bisschen brauner, ne? Also, ist kein grünes Gras. Boah, jetzt macht das doch kaputt. Braucht das Holz. Jawohl. Metzelschaf. Oh, Metzelschaf. So wie das hier aussieht. Oh, das sind Frösche. Ja, das war so ein Amphibientyp, oder? Sehe ich das richtig? Das ist ein Geist. Da war gerade ein Geist. Ich habe gerade einen Geist gesehen. Hoffentlich war es nicht meiner. Ein böses Omen oder so. Hier bleibt nichts. Nichts bleibt hier auf dem anderen Stein, wenn ich da fertig bin mit euch. Oh, 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 oh. Die Hinter... Kann ich... Ah, das ist die Waffe! Jetzt! Der böse Geist greift die anderen an! Wenn noch einer da ist. So funktioniert es. Ja, geil. Das ist quasi eine Nekromantenwaffe, die ich gerade genommen habe. Hört die Toren der bösen Geister! So. Knochen her. Ich brauche echt Knochen, damit ich die Rituale machen kann. Das ist das Problem. Jetzt kann ich wieder nach unten und nach oben gehen. Wir gehen erstmal nach unten. Oh, 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 oh. Der Heket. Erbärmliche, unterwürfige und abscheuliche Marionette der Roten Krone. Du hast den Jüngsten von uns niedergestreckt. Wir sind die Bischöfe des alten Glaubens. Wir beschützen vor Ketzereien wie den deinen. Wir sind die Hüter des wahren Wortes. Und wir werden eine solche Blasphemie nicht dulden. Deine Sünden sind mannigfaltig. Und dafür müssen deine loyalen Anhänger leiden. Was? Nicht? Hey, nein! Du tust hier keinem was von mir, der Pukrion.
Wo bin ich, Anführer? Hey, lass den in Ruhe, ich mach dich fertig. Der hat den Hunger. Jetzt hat er Hunger. Du spinnst wohl, du hässliches Viech. Hässliche Kröte. Auf jeden Fall war es ein Amphibie, das ist man jetzt. Der hat die Kraft, meinen Anhänger von der Entfernung hier irgendwie anzugehen. Der spinnt wohl. Zeit, dass ich dem ein Garaus mache. Aber ich glaube, wir gehen nochmal nach oben, sonst vergesse ich das. Ja, da ist nämlich der Taroman, ich hab's gewusst. Ist immer ein bisschen unterschiedlich, ne? Also, guckt euch die Karte oben rechts an. Damit ihr da nichts verpennt. So, was kriege ich denn von dir? Neptuns Fluch. Schick sie runter zu den Fischen. Es ist möglich, dass Gegner einen Fisch hinterlassen. Das ist natürlich geil. Die Spinne. Da wird sich die Christina wieder freuen, wenn sie das sieht. Für das Gift der Angst gibt es kein Gegenmittel. Ursache Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Na, jetzt ist die Frage. Ist der Fisch ist gut zum Essen? Ne? Giftschaden hilft mir, die natürlich kaputt zu hauen. Ne? Ich gehe aber auf den Fisch jetzt mal. Ja, ja, danke schön. Ich bedanke mich bei dir. So, weiter geht's. Hat das ein bisschen getroffen? Ich hoffe. Los, du Geist. Schlag einen kaputt. Für mich. Ich kann doch nicht. Einen hässlichen Fresher. Aha. Aber jetzt aber doch auf. Viel Gold. Oh, 18 Goldmünzen. Das ist aber nicht schlecht, Leute. Ne? Damit kann ich leben. Habe ich aber, glaube ich, beim letzten Mal auch schon bekommen in dem Run. Ich glaube, die werden insgesamt, passt sich das wohl der Stufe an, die du selber als Schaf hast. Gib mir eure Inspiration. Das war nicht Inspiration, oder? Was war denn das, mit was ich das auffüllen kann? Doch, doch, Inspiration. Ha, das Schwert ist echt gut. Ich komme, glaube ich, mit den schnellen Waffen besser klar als mit den durchschlagenden Schweren. Oh, ein erhalten. Ein Chamäleonbeet. Das ist ja geil. Weil die sind wohl auch wichtig, die Dinger. Ein dekoratives Beet aus Kamelienblumen. Ja, hoffentlich kann ich die auch ernten. Das ist halt wieder nur Dekoration. Verdammt. Ich brauche da Gras und zwei solche Kamelien. Okay. Ja, danke dafür. Nehmen wir mit. Und auf zum nächsten. Das ist aber nicht weit. Das ist aber ein kurzer Weg, hey Leute. Naja. Die Moonstone-Musik wieder unterwegs. Ja, wir können ja gar nicht anders. Wir gehen jetzt dahin und kriegen einen neuen Anhänger dadurch wahrscheinlich. Den müssen wir jetzt befreien. Ja, ja. Ihr werdet euch wieder aufregen, dass ich euren... Das ist ein Frosch. Schalte ich den Frosch frei. Okay. Ja, dann. Schimpft nur rum. Heget, bitte nimm unser Opfer an und segne uns. Mit furchtbaren Böden. Mit fruchtbaren Böden und ertragreichen Ernten. Halte die Hungersnot fern. Nix da, du kriegst jetzt einen Ranzen voll. Hat er mich doch getroffen oder was? Nee. Ah, jetzt habe ich von dem Frosch eine gekriegt. Du spinnst wohl, du hässlicher Frosch. Und umso mehr ich getroffen werde, glaube ich, umso schlechter wird meine Ausbeute zum Schluss. Der eine Kackfrosch hat mich tatsächlich erwischt. Da ist noch einer. Hat er sich echt versteckt? Das war natürlich überhaupt kein Treffer. Oh, doch, hinten habe ich erwischt. Mist, hinterrücks, Arsch. Ja, der ist weg. Du auch. Werbet. Oh, du kleiner Frosch, du bist ja putzig. Das ist der Frosch für den Stefan, der wird sich dann auch freuen. Jetzt, wo ich weiß, dass ich Leute wiederbeleben kann, kann ich ja natürlich auch wieder die Leute umbenennen, weil sie sind ja nicht auf Dauer weg. Man kann sie ein bisschen schlafen lassen und sich laben lassen an den Maden im Untergrund. Ja, du hast Schiss, gell? Kann ich noch mehr kaputt machen? Ah, war noch Knochen. So, Leute, wir müssen echt aufpassen, dass wir die Knochen nicht übersehen. Ich brauche die nämlich wirklich. Da oben, her mit. Und da auch noch. Nicht verschenkt. 47 Knochen habe ich jetzt eingesammelt. Ja, insgesamt. Das ist nicht viel. Wir brauchen viel mehr. Ja, komm schon. Kleiner Frosch. Ab zu uns, Ramkold. Anhänger wartet auf Indoktrination. Ja, ist ja gut. Das machen wir dann, wenn wir zurück sind. Aber jetzt. Ich habe noch 4 Herzen und ein Zusatzherz. Jetzt wird es wahrscheinlich eng hier. Naja, nur da hoch. Ne? Einen anderen Weg gab es nicht. Ich muss da hin. Na dann, auf geht's. Oh, ich hab eine Schnecke geschlagen. Huch, Schneckenhaus. Tut mir leid, kleine Schnecke. Ich hab dich gar nicht gesehen, dass du da rumhüpfst. Kerze?
Gib mir deinen Segen, hässlicher Gott. Du hässliche Kröte, keine Chance hast du gegen mich. Ah, da ein Fisch verloren. Werbt! Jawohl, genau so. Und jetzt gib mir bitte ein Herz. Ah, noch ein Herz, ein Zusatzherz. Das sind die, glaube ich, die nur einen Treffer aushalten. Aber immerhin. Ich weiß, ich werde es wohl brauchen nachher vielleicht. Ich muss halt sehen, dass ich jetzt nicht mehr getroffen werde, großartig in dem Run. Wo ist es jetzt? Waffen? Neue Waffen? Ich muss mal umgucken. Das sind Flüche, oder? Ich glaube, das sind neue Flüche. Hier bleibt kein... Ich habe ein Herz. Hab ich das? Oh, mein Herz ist wieder voll. Ja, super. Genial. So, was bist du? Der Flammenschuss. Stufe 8. Entfessle die Flammen der Unterwelt. Feuer einen durchdringenden Feuerbolzen ab. Halte die Taste gedrückt und lass sie beim Zielen los, um ihn explodieren zu lassen. Okay, und du? Die Hunde des, also Hunde des Schicksals auch 8. Jage alle jenen, die es wagen zu zweifeln. Schießt mehrere Projektile, die Gegner verfolgen. Ja, dann nehmen wir doch das. Das ist mir lieber. Als dieses komische Tentakel. So, jetzt gehen wir mal nach oben hier wieder. Vielleicht seid ihr da... Ui, was ist denn hier los? Na geil. Gold, Gold, Hermit. Und eine Tarotkarte. Geil. Was haben wir gekriegt? Die Liebenden. Ein Herz geboten, ein Schwur abgelegt. Ich habe noch ein Herz dazu gerichtet. Ich glaube, das wird echt schwer, der Gegner. Oh, du kleine Schnecke, tut mir leid, ich brauche dein Haus. Bestimmt für irgendwas gut. Weil, bleibt nichts auf einem anderen Stein. Bin ich nach oben gegangen, ne? Konnte ich noch nach unten? Nee, ich konnte nach oben gehen und ich konnte auch nach links gehen. Jetzt gehen wir nochmal nach links, dass ich das nicht verpenne. Also das mit der Nekromantenwaffe ist ja mega geil, mit dem Geist, die dann noch draufklatschen. Auf die Gegner. Weil, ich meine, wenn du einen tötest, ne, hilft er dir im Prinzip, wenn du Glück hast. Oder es wird ein Stein, ein Fisch fallen lassen. Wir gehen jetzt wieder hier oben lang. Vielleicht ist da der Tarot-Mensch noch. Nein, wir sind bei... Oh, scheiße, wir sind schon zum Endgegner gegangen. Das war ein wenig zu schnell. Kann ich wieder zurück? Ich kann nicht mehr zurück. Stirb, du hässliches Giftviech. Oh, jetzt hab ich wieder getroffen. Wir haben den gleich. Ja, da ist er kaputt. War ja gar nicht so schwer, aber ich kann jetzt leider nicht mehr zurück und das andere Zeug einsammeln. Mist. Da hätte ich ein bisschen aufpassen müssen jetzt bei dem Weg. Das hätte ich bestimmt sehen können oben. Ja, natürlich. Man sieht es ja. Na gut, dann ist der Run halt nicht komplett erfolgreich in der Hinsicht. Aber der war jetzt gut zu töten. Das ging noch schnell. Die steigern sich wahrscheinlich dann doch nur. Na, jetzt habe ich den nächsten, den ich gerette hier. Naja, wollte ich nur mein kleines... hässliches Narbengesicht oder was du da warst. Oh, jetzt kann ich wieder auswählen. Steine oder Goldklumpen. Hier haben wir eine neue Anhängerform. Nee, die haben wir gerade gekriegt. Wir nehmen Goldklumpen. Und ein Doktrinstein, jawohl. 23 Münzen, jetzt haben wir 95. Das ist nicht so viel, ne? Ich kann halt jetzt nicht mehr zurück, oder? Doch, der Weg ist wieder offen. Ich kann noch den Kakao. Aber das bringt mir, glaube ich, nichts mehr. Weil... Hier hätte ich hin müssen, oder? Hier runter. Ja, ja. Das ist, ja, ich nehme es noch mit. Das Gras lassen wir nicht hier gehen. Aber wir können mal gucken, was es noch gegeben hat. Das Fernrohr hat es noch gegeben. Zieh dir an, was du eines Tages erobern kannst. Die Karte wird aufgedeckt. Das ist natürlich geil. Schild des Glaubens. Nimm Zuflucht in deiner Hingabe. 10% Chance, keinen Schaden zu erleiden, wenn du angegriffen wirst. Das ist natürlich auch geil. Das nehmen wir jetzt mit, aber es ist hier zu spät. Aber cool, also ich hatte jetzt mega gute Waffen in dem Run, fand ich. Das hat echt Spaß gemacht. Und unser Endboss ist demnach auch erlegt. Wir können uns nach Hause begeben. Oder wir können hier mal... Ah, so läuft es. Das ist Boss 1. Schaut mal hin, wir haben da oben das erste Viertel fertig gemacht. Dann kommt das nächste, dann sind wir bei halb, dann das nächste, dann sind wir bei drei Viertel. Und dann, wenn das letzte Viertel gefallen ist, also der letzte kleine Miniboss... Dann kommen wir hier durch. Und das haben wir geschafft beim Wald. Da können wir nochmal im Wald gehen. Komm, zum Kult zurück. Ja, geil. Wieder was rausgefunden. Irgendwie lernen wir immer dazu hier.
Jetzt aber sieht, alle Ungläubigen geläutert. 52 Tote, 11 Minuten gebraucht. Und wir haben wieder ein Geschenk gekriegt. Das müssen wir auch mal verteilen jetzt langsam. Ich vergesse das irgendwie immer. Ab nach Hause. Schlaft ihr alle oder was tut ihr? Aber der eine hat Hunger gehabt, ne? Oh, der Hunger. Der Hunger. Ich muss Essen kochen. Was haben wir denn da? Grasmahlzeit. Ich weiß, Grasmahlzeit ist toll, aber jetzt kriegt er erstmal eine Grasmahlzeit alle. Machen lieber eine zu viel hier als zu wenig. Kochen. So. Damit ihr, wenn ihr aufsteht, gleich was fressen könnt. Oh, ihr habt mir wieder das hinterlegt. Bult, war schön. Ja, dich haben wir jetzt neu dazu, ich weiß. Damit. Oh, die haben aber ganz schön geschuftet, hey. Aha. Und da ist unsere Steinmine wieder kaputt, das heißt, wir müssen neu bauen. Der Tabernakel hat auch für mich ein bisschen was geholt. Der ist voll. Wir steigen auf, jawoll! Ich kann wieder was bauen. Los, komm, zieh euch! Jawoll! Gib mir deine göttliche Inspiration. So, was können wir denn als nächstes bauen? Ein Beichtstuhl. Ein Propagandasprecher. Hier fehlt noch Missionar, ne? Dämonenbeschwörung. Was macht denn die? Dämonenbeschwörung. Du kannst einen Dämon von einem Anhänger Besitz ergreifen lassen. Damit dieser dich auf deinem nächsten Kreuzzug begleitet. Naja, da kann ich jemanden mitnehmen, damit der mitprügelt. Hilft mir natürlich, gell? Aber wenn er stirbt, ist er halt weg, ne? Also ich will... Hier unten haben wir, glaube ich, alles. Ich guck mal durch. Hier unten müsste alles weg sein. Jawohl, hier haben wir auch. Nee, hier fehlt noch was. Was bist du? Einfache Dekoration. Einfache Dekoration. Schaltet einfache Dekoration frei. Eine Sammlung einfacher Dekorationen zur Verschönerung deines Basislagers. Ja, wenn ich wüsste, ob das auch was bringt für die, das ist die Frage. Missionar haben wir noch nicht. Das machen wir aber demnächst auch mal. Missionar 2 können wir noch nicht. Dämonenbeschwörung 2. Da kann ich wahrscheinlich 2 mitnehmen, oder? Beschwöre 2 Dämonen gleichzeitig, ja. Dann kannst du 2 mitschleppen, vermutlich. Das haben wir schon. So, was ist das hier? Toilettenhäuschen. Oder die... Das Heilquartier. Ein Reinigungspost. Schreien, Flammen... Das habe ich das letzte Mal schon durchgelesen. Entfache das reinigende Feuer und ernte mehr Hingabe. Tabernakelflamme? Das reinigende Feuer wird mehr Hingabe hervorbringen. Brauchen wir jetzt im Moment noch nicht, das läuft ganz gut. Beichtstuhl, was macht der Beichtstuhl? Hör dir die Beichte deiner Anhänger an, um ihre Loyalität zu erhöhen. Kann einmal täglich verwendet werden. Oh. Wahnsinn. Also, so, der Propagandasprecher. Stell sicher, dass deine Anhänger deine Botschaft hören. In Reichweite der Sprecher arbeiten und beten Anhänger 20% schneller. Okay, das ist jetzt alles nicht schlecht, aber ich glaube, ich mache erstmal das Scheißhaus. Oder mit der Gesundheit. Das Scheiße wegräumen kann ich noch selber. Das sind nicht so viele. Wir machen das Heilquartier. So. Jetzt kann ich nämlich Leute da reinstopfen. Habe ich nochmal was reingeschaltet? Nee. Wo habt ihr hingeschissen? Sieht man da was? Nee. Da oben sind, glaube ich, ein paar Sachen fertig. Essen. Hässliche Spinne. Ja, du musst noch warten. Ich kann dich noch nicht wieder oder? Doch. Es geht. So, er ist jetzt ein Guter. Er gehört zu uns. Dann kann ich ihn auch freilassen. Entlassen aus dem Gefängnis, so. Du hast natürlich leider noch kein Bett, ne? Du wirst wahrscheinlich hier jetzt irgendwo pennen. Oder? Oh, da oben ist ein Bett kaputt gegangen. Wie immer. Oh nein! Verdammt! Jetzt geh halt essen. So, Bett ganz. Jetzt stehen sie schon wieder alle auf, gell? Mann. Ja, komm, hier. Den Torgre. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Ja, das machen wir auch. Den lassen wir auch Torgre vom Namen. Wohl, eigentlich können wir den Stefan nennen. Der ist ja der Freund. Jawohl, das machen wir jetzt. Kann ich wenigstens jetzt von allen anderen unterscheiden? So, die Vor... Nee, der bleibt Frosch. Farbe wählen. Ja, den lassen wir auch schön grün. Die Variante wählen. Was kann da denn sein? Ist das ein bärtiger Frosch oder was soll es sein? Ne, wir lassen den so. So, was ist denn bei dir? Oh, ein Herz. Todesangst. Verliere 5 Glauben, wenn ein weiterer Anhänger stirbt. Okay.
Das kann ich verstehen. Es wird um 15% leichter, die Stufe zu erhöhen und... Ein Schaf? Was? Natürliches Gehorsam. Erhalte bei der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Ja gut, das hebt sich ja fast auf. Willkommen bei unserem Club, Stefan. Ah, ja, freu dich. So, und jetzt kriegst du gleich noch von mir... wo war denn das? Eine Aufgabe verfügbar. Dann bete mich an. So. Wir müssen... Wir waren auf dem Kreuzzug jetzt. Wir sind bei 20 Minuten, sehe ich gerade. Mhm. Nee, falsch. Geh du mal dahin. Wir müssen ja wieder ein neues Bett bauen. So, meine Anhänger da oben in der Ecke. Baut mal. Kannst das Bett gleich selber bauen, Stefan. Und wir müssen wieder, leider, das hält sich halt... Es kommt immer zu vor. Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Steinmine, meine ich, ne? Ja, geht halt nicht anders, ne? Die brauchen wir aber. Müsst ja auch Steine für mich produzieren. Hm. Aha. Mensch, sucht euch doch mal eine Ecke aus zum Scheißen, echt. Wie, hier hat einer oben hingeschissen wieder. Ja, klar. Da liegt, ach nee, das ist noch eine Mahlzeit. Die könnte ich jetzt auch selber essen, glaube ich. Ach, da ist noch einer gekommen, den ich befreit habe, ne? Oh, Mann. Es ist halt echt Stress, ne? Mit den Jungs und Mädels hier. Wie viele Anhänger hab? Wo kann ich denn mal sehen, wie viele Anhänger ich habe? Ja, wir können mal speichern. Moment, ist irgendwo, irgendwo konnte ich das doch sehen. Spieler, Lammkult. Ah, da, hier, beim Kult. Wir haben 8 Anhänger und wir haben 9 Betten. Okay, wir können noch einen, den können wir sogar noch holen. Also, her mit dem. An hier, du hässliches Buschgesicht. Das ist der Gui, der Guzion. Der Guzion. Bitte verschone mich. Ja, ja, komm her. Du bleibst nicht grün, das machen wir nicht. Die Form lassen wir so, die Farbe machen wir anders. Wir machen dich irgendwie ein bisschen herbstlicher. Ach du Scheiße, was bist denn du für eine Trägheit? Das Tempo von Arbeit und Hingabeerzeugung wird um 10% reduziert. Ach, du bist ja ein richtiger Reinfall, hey. Kränklich, die Heilung verläuft um 15% langsamer, wenn ein Kranker sich in Bettruhe befindet. Also merkt euch bitte den Gallia, sage ich jetzt mal. Der wird wohl als erster geopfert. Ja, ja, komm her. Du kannst dich bei... Du hilfst bei Konstruktion. Es ist halt voll der Minime... Der Stressjäger eigentlich. So. Wo war's? Forderung. Zack. Margus ist immer noch fit, hä? Auf geht's mit dir her, Margus. Zack, bam, katisch. Unterhaltet euch nicht so viel. Was hackst du hier jetzt eigentlich Holz? Du darfst dich gleich mal anbeten. Haben wir schon? Ah, okay, ich hab den schon inspiriert. Dann arbeiten, anbeten, weg da. Du auch. Du sollst kein Holz hacken, du gehst mich auch anbeten, los. Da fehlt Wasser. Dann pissen wir mal schnell da drauf. Hab ich das jetzt echt gesagt? Christina! Ich möchte gerne mit der Christina reden. Ja. Göttlichen Segen von heute. Und mir persönlich. Kleiner Busch passt das auch noch nicht, oder? Nee. Oh, Junge, da bist du ja nur am Bekehren hier. Meine Güte. Hatte ich das bei dir schon? Ja, da haben wir es schon. Stefan hat es doch noch nicht gehabt, ne? Nee. Kriegst du auch extra nochmal einen Schub hier von mir? Auf geht's. Kann man ja, ja, Mann. Oh. So, mit dir? Du hast es auch noch nicht auf dem Land. Das ist ein Kult. Das müsste man automatisch machen können irgendwie. So, bei dir? Wie sieht's da aus? Du hast es auch noch nicht. Ah. Los, dass du nicht wieder rückfällig wirst. Du hältst mich ja Fischkopf. Was ist mit dir? Ich will mit dir reden. Oh, ach, haben wir schon. Naja, gut. Hm. Essen hatten wir genug, ne? Betten sind auch genug da. So, auf geht's. Willkommen zum Gebet. Die Predigt für heute. Ja, langsam wird der Kult voll hier. Gebt mir göttliche Inspiration. Und lauscht meine heiligen Worten. Ah, das ist schön für euch. Freut euch, gell? So, ich kann die Krone wieder stärken. Oh, ist jemand aufgestiegen? Schön. Und ich kann ein Ritual machen. Kann ich den... Ah, ich soll doch dieses... Das ist natürlich nicht so prickeln. Das hätte ich bin ein Trottel. Ich wollte doch erst...
die Hungers. Minus 30, scheiße. Wie lange habe ich da noch Zeit? Kann ich das auf morgen noch verschieben? Scheiße! Ich muss mal gucken, wie lange ich da noch Zeit habe erst, bevor ich das mache. Okay, Krone. Was kann ich für eine Stärkung der Krone wieder machen? Wir haben einen Stein, auf geht's. Wir... Predigt... Ja, das machen wir jetzt mal. Da waren wir noch gar nicht drin. Mal gucken, was es da gibt. Ist Geld die Wurzel allen Übels oder enthält das wahre Böse es mir vor? Okay, schauen wir mal. Den Zehnten abnötigen. Was ist das denn? Schaltet die Anhängeraktion den Zehnten abnötigen frei. Sammle einmal täglich von einem Anhänger ein. Ein Goldstück. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das heißt, ich muss die ja nur noch melken. Hey, ich muss nur noch melken hier. Anhänger bestechen. Okay. Schalte die Anhängeraktion Anhänger bestechen frei. Bestich einen Anhänger mit 3 Goldstücken, um seine Loyalität zu erhöhen. Das schaffen wir auch so. Wir melken die. Gold, ich brauch Gold. Ah, Leute. David, jawohl, seid glücklich. Ja, das Ritual, die Doktrin, gucken wir jetzt das wieder an, dass wir das haben, dass es nicht mehr angezeigt wird. So, da bist du, okay. Gaben, das heißt, ich kann das jetzt, glaube ich, sogar machen. Und raus, meine Anhänger. Abernten hier wieder gleich. Und der Tabernakel hat auch was eingesammelt. Sollte gar nicht so viel klopfen hier, ne? Du gehst wohl scheißen, oder was? Naja, soll... Her mit. Mit deinem Haufen kannst du mir gleich geben. Schön. Pack mal gleich hier rein. Okay. Ja, bietet ihr mich mal schön an. Jetzt geht der nächste kacken. Oh, Leute. Könnt ihr euch nicht mal hier zusammen aufs Scheißhaus gehen? Und der nächste. Oh. Los, her mit. Her mit deiner Scheiße. Alles rein ins Düngersilo. Und wir wollten doch, so viel war das gar nicht, ne? Wir wollten noch was bauen. Und dann, wenn ich das dem Bau in Auftrag gegeben habe, werden wir auch die Folge beenden. Und zwar... Habe ich nicht das Toilettenhäuschen freigeschaltet? Woanders? Bei Klauen? Nee. Dekoration? Ja, das Blumenbeet. Hm. Hä? Ich dachte, ich hätte hier dieses Klohaus freigeschaltet. Oh, nee. Das Krankenhaus haben wir gemacht. Und dazu brauchen wir... Oh, schon wieder Geweihten. Mist. 5 Bretter Geweihte. Ja, ist egal. Das machen wir jetzt. So. Dann gehst du mal gleich... Wer ist denn das? Die Lilia. Okay, die ist ja auch ziemlich weit gut oben schon. Die darf mal weinen. Ja, mit eurem göttlichen Segen. Ja, ihr dürft auch überall beten. Ist mir egal. Haben wir jetzt hier oben mal wieder welche... Warum werdet ihr nicht fertig, Mann? Das geht mir auf den Zeiger. Das dauert so ewig, ey. Ich brauch das, damit die mal wieder was Ordentliches fressen. Wie viel Jünger sind's? 9. 9 Mahlzeiten müsste ich eigentlich machen, damit die richtig satt sind. Ja, 4-mal noch. Das war jetzt nur 1. Oh, Leute. Komm schon, ich will das noch im Bau geben. Ich vergesse das in der nächsten Folge. Auf geht's, los. Schneller. Los, Lilia, das kannst du schneller. Bisschen Zunder hier. Ah, ich habe doch noch 3, so wie es aussieht. Jetzt gehen die nächsten kacken, dann kann ich die Scheiße wenigstens krönen. Oh, du bist... Kann ich dir mit dem Scheiß den göttlichen Segen abnehmen? Wie geil. Hast du jetzt gekackt oder nicht? Nee, hast du nicht. Kurz vorher. Ja, ja. Machst du schon weg. Jetzt geh kacken. Hä? Hab ich dir jetzt mit der Scheiße den göttlichen Segen abgenommen direkt oder was? Ich weiß es nicht. Ja, Rohstoffe sind gut. Das brauchen wir. Einmal Kacke rein. Aber wer ist denn hier der Gärtner? Eigentlich ist der Stefan der Gärtner, gell? Kann ich dich auch zum Gärtner machen jetzt noch? Arbeiten? Arbeiten? Materialien raffinerieren? Farm bestellen? Das geht gerade nicht. Ja, das kann er nicht, weil es keine Farm sind. Aber ich würde den gerne zum Gärtner machen, dauerhaft. Ich sich freuen, wenn sie das Holz rausschleppen. So, komm. Wie viel habe ich denn jetzt? Ressourcen? 6. Jawohl, jetzt kann ich doch das bauen. Wo bauen wir denn das Lazarett hin? Das ist ja gar nicht so klein.
Glück bleibt die Zeit hier stehen. Das Lazarett kommt hier oben hin. So. Können da gleich alle hier ein bisschen werkeln wieder, die frei sind. Und wir holen uns nochmal hier die Rohstoffe ab. Ich hoffe, dass nächstes Mal bei der Ernte das hier ein bisschen zügiger geht. Es ist echt schwierig, ne? Wir haben schon wieder fast Hunger, aber unsere Gesundheit ist jetzt durch das Lazarett, glaube ich, hochgegangen. Ja, komm. Nein, du sollst klopfen, Schaf. Einsammeln. Ich will nichts einsammeln, du sollst bauen. Ah, sie ist fertig. Geht doch. Oh. Holz haben sie mir gegeben. Das ist gut. Mit Ruhe ist nichts. Nein, 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 nein. Wollt ihr jetzt schon wieder irgendjemand was von mir? Nee, noch nicht. Ja, Christina ist jetzt oben wieder am Segnen. Alles gut. Okay, Männer. Wir speichern das Spiel. Ihr wisst Bescheid. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Die Folge war eigentlich echt cool. Wir haben einen Kreuzzug gemacht. Wir haben den ersten Zwischenboss besiegt. Diesen kleinen hässlichen Frosch. Dafür Stefan rekrutiert. Ja, für mich war das toll. Hat wieder voll Spaß gemacht. Und wir haben ein Lazarett gebaut. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat und wenn ihr so lange noch dabei wart wie jetzt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und vielleicht auch ein Abo. Das wäre natürlich super klasse. Würde ich mich noch am meisten drüber freuen. Ne, ich freue mich über beides. Das ist mir egal. Aber für euch ist es dann leichter, dran zu bleiben. In dem Sinne verabschiedet sich das Lamm Gottes mit einem Tschö mit Ö.